Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Lost Words Beyond the Page. Ja, so richtig weiß ich noch nicht, was mich erwartet, aber ich habe gehört, dass das ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel sein soll und dass ich das unbedingt mal spielen muss. Und ich habe mir ein paar Szenen davon angesehen und die fand ich doch schon sehr schön. Deswegen habe ich mir gedacht, starte ich jetzt einfach mal das Let's Play. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Als erstes sehen wir ein Mädchen, was ganz offensichtlich Geburtstag hat. Und die Oma oder vielleicht auch die Mutter schenkt ihr etwas. So. This book belongs to? Dieses Buch gehört Me. Mir. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt einen Namen eingeben, aber okay. Achso, ich kann laufen. Ah. Hello, Journal. Is it okay if I call you that? It's a bit formal, I know. But we've only just met. Let me introduce myself. Also, ich würde mal sagen, da sie ja die ganze Zeit redet und mich sonst immer unterbrechen würde, dass ihr den Text selber liest und ich das dann nebenbei mitlese. Und wenn ich das durchgelesen habe, klicke ich dann dementsprechend immer weiter. Darf ich mich vorstellen? Natürlich darfst du dich vorstellen. Ach so, da dürfen wir nicht rum. Okay, jetzt bin ich froh, dass ich den Controller gewählt habe. Das bist du, Tagebuch. Ah, okay. Das heißt, ich müsste jetzt da oben aber auch hinkommen, weil da oben ist jetzt auch so ein Ding. Kann ich da drauf springen irgendwie? Nein, leider nicht. I'm Isabel Barbara Cook. Most people call me Izzy, not Dad. He calls me Titch. He's such a numpty head. Ja, das kann ich nachvollziehen. Eltern sind immer schlimm. Hallo. Kann ich hier nichts machen? Okay, die kann man anscheinend nicht einsammeln. My little brother Ben calls me Isbo. I call him he who chews curtains. He likes red for breakfast and blue for dinner. Okay, kann ich das denn einsammeln hier? Okay. Da kommt man nicht rum. So. Ja, so langsam gewöhne ich mich dran, was funktioniert und was nicht. And then there's die Mama gibt's noch, okay. Nein! Moment. RT und R. Damit ich schneller laufen kann, oder was? Nö. Oh, hallo. Ah, jetzt. Oh Gott. I go get my tea and this. Ja. Muss ich ja drauf lassen? Pinky. I think she's jealous of you, Journal. Ah, ich kann mich auch festhalten. Okay, sehr schön. Blöd ist nur. Ah, jetzt. Okay. Also so lange. So, hallo! Wieso läuft der jetzt wieder von selber? So langsam zeichnet sich doch ab, worum es hierbei geht. Also, Pinky Fakt hat richtige Angst vor Mäusen. War das nicht eine Katze? Okay. Aber da hinten. Achso, doch, da kann ich ja drüber springen. Okay. Today is my birthday. Dad made his best cake. Mum and Gran started the singing. Ben gurgled along. I blew out the candles. Okay, das Blies ist jetzt so komisch. Geht das irgendwie weg, wenn ich da... Nee, anscheinend nicht. Aber ich komme auch nicht da hoch, ne? Muss ich hier irgendwas machen? Irgendeine Taste drücken? Oh, das war ja auf jeden Fall die falsche Taste. Hallo? Kann man da nichts mitmachen? Hm. Aber ich komme doch sonst nicht noch da oben.
Kann ich hier einen Rand irgendwie? Oh, nein, offensichtlich nicht. Ist das irgendwie mit der Shift-Taste oder so? Nee, damit kann ich auch nichts machen. Das ist jetzt hier... ich drücke mal ein paar Tasten gleichzeitig. Das funktioniert... Moment, was war das jetzt gerade? Was habe ich jetzt gemacht? Moment. Ah! Ich habe irgendwie das Ding jetzt hier runtergekriegt, aber... wie ich das gemacht habe, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas habe ich gedrückt und dann die Pfeiltasten gedrückt. Nein! Ach, das ist der andere Stick. Okay, kann ich damit denn was machen? Kann ich da irgendwie... kann ich nichts mehr machen, ne? Ist eigentlich nur... oder muss ich da das Ding runterdrücken? Auch nicht. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Oh. Wie habe ich das denn gemacht? Das geht aber anscheinend nur, wenn ich auf diesen Punkt draufstehe. Ja, rechte, okay, rechte Schultertaste. Also ich spiele mit dem Controller, muss ich dazu sagen. Dann falle ich da, oh, mit der linken übrigens auch. Dann falle ich da durch. Aber ich weiß nicht, man kann auch nicht irgendwie doppelklicken und dann... also es geht nur mit den rechten beiden Tasten. So. Aber was bringt mir das jetzt, dass ich jetzt hier... Oh. Oh Gott, ich weiß überhaupt nichts mehr hier. Ich schau... oh. Wieso kann ich denn da jetzt runterfallen? Ich schau mal eben in der Steuerung nach. Gibt es hier sowas wie Steuerung, Optionen? Steuerung, Buch öffnen, Fragment greifen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Kauern, ja, das funktioniert irgendwie nicht. Das kommt wahrscheinlich später. Cursorstellung. Kauern kann man aber auch, indem man da nach unten drückt. Beim normalen Laufen, beziehungsweise eigentlich ist es... ich weiß gar nicht, womit ich gerade spiele. Mit rechts oder mit links? Ne, mit links spiele ich, ne? Nach rechts laufen, nach links laufen ist klar. Hoch. Tja. Interagieren ist rechts, das ist klar. Springen ist unten. Aber wir können nichts davon wirklich machen. Also interagieren... ich hole mal den Cursor. Interagieren ist rechts. Das klappt nicht. Oh. Das mit den Kauern funktioniert auch nicht so richtig. Okay. Zumindest nicht hier drüber. Ja, dann kann man hier vielleicht irgendwas machen, wenn man da steht. Auch nicht. Aber da kann ich nicht durchfallen. Jo. Kann man so irgendwie pusten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde dann gerne das Spiel wieder aufhören. Ich komme nämlich nicht weiter. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier überhaupt nichts machen kann. Ich finde es auch doof, dass es hier keine Anleitung für gibt. Interagieren oder so funktioniert auch nichts. Also, ich denke mal, man müsste jetzt hier mit interagieren. Aber wie soll ich das denn machen? Oh. Wie soll ich das denn machen, wenn nichts funktioniert? Das ist halt das Problem. Also, ich würde jetzt mal sagen, damit ihr jetzt dieses Trauerspiel nicht so... oder muss ich hier mit interagieren? Nee, ich kann wahrscheinlich nur mit... Worten interagieren. Ja. Blies Kerzen, habe ich jetzt gedacht, dass das irgendwie zusammen getippt. Oder muss ich das Ding... Moment, oder muss ich das Ding irgendwie... kann ich das verschieben? Interagieren nach rechts. Also das funktioniert alles nichts. Doch! Hä?
Moment. Das ist ja kompliziert. Rechte Taste und die rechte, das rechte Rad muss man benutzen. Okay. Aber ich kann so nichts mitmachen. Ah. And made a wish. Ah! Boah, ist das kompliziert. Also das ist jetzt, okay, da muss man erstmal drauf kommen, ganz ehrlich. Da kann ich hochspringen, sehr schön. Also gut, wir wissen zumindest jetzt schon mal, dass es mit Rätseln zu tun hat. So, größer als Papa zu sein. Hey, das wäre durchaus möglich. Ja, theoretisch schon. Since I was little, I've always dreamed of becoming a writer. This is where you come in, Journal. Ich habe diesen Traum wahr gemacht. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich muss die Dinger wahrscheinlich holen hier, ne? Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt das nehmen, da hochspringen, das nehmen, zack, und das und das. Oh Gott. Okay. Also, schreib etwas, beziehungsweise ich glaube, das ist dann in der Reihenfolge, wie es aufgetaucht ist, oder? Frisch gewagt ist halb gewonnen, hat die Oma gesagt. Mach dir keine Gedanken darüber, ob du gut bist. Übung macht den Meister. Das ist sogar richtig, hat die Oma gesagt. Schreibe etwas über dich, da kennst du dich bestens aus. Das funktioniert nicht immer. Aber es kann natürlich funktionieren. So, woher komme ich darüber? Ja. Gran always says. Oma sagt immer, so, eine, passt das? Ja, eine Schriftstellerin, okay, muss nicht so 100% genau drin sein, a writer writes. No one ever got anything just by wanting it. Das stimmt. Kann ich wirklich nur bestätigen. Oh, kann man das etwas wegnehmen? Nee. Ich kann mich auch nicht hier durchfallen lassen jetzt, oder? Letztes Mal konnte ich das doch, aber nur wegen dem Buchstaben wahrscheinlich. Ich würde jetzt so verrecken, wenn ich da... Hallo? Ja, meine ich doch, da komme ich nicht hin. Oma, Schriftstellerin, die Sachen kann man auch nicht mehr mitnehmen. Oder muss ich eventuell... I guess that birthday wish was a waste then. Ah, okay. Also so langsam komme ich wirklich rein. Man muss es ja erstmal üben. About exploring your thoughts. It helps you unlock your feelings. Erschließen. Ich wollte gerade sagen, muss man das nicht öffnen hier? So, die Frage ist jetzt. Ah, wir müssen da oben das noch holen, ne? Das könnte eng werden. Oh, ich wusste nicht, dass das auch blockiert. Tja, wo fange ich an? Kann man also da auch drauf? Ja, okay. So. Und so. Ha! I'd like to write something that will make Gran smile. She always talks about little acorns growing into big trees. Is that to make me feel better about my height? Okay. Ah! Okay. Komme ich da rein? Ach du Scheiße. Kann ich da auch drauf zur Not? Nee, es passt auch so. Okay. Or about my writing. Also es ist schon nicht schlecht. I want to write a story. But what kind? A romance? Hat bei mir nicht funktioniert. Science fiction. Kann ich das anklicken? Nee. A comedy? A drama? Fairy tales? Wait, we're getting somewhere.
Oh. A fantasy story. Ah, klau mir nicht alles. Ich schreibe Fantasy-Geschichten. Ha! Und nein, ich habe dieses Spiel nicht programmiert. So, how do I start my fantasy story? Once upon a time. Okay, so habe ich nie angefangen. Kann ich das verschieben? Ach so, nee, aber ich kann da runterspringen, ne? Ugh. No one said this would be easy. Again. From the top. Okay. Not so far away. In the land of Astoria. A place of peace and magic. Okay, Fallschaden kann ich offensichtlich nicht bekommen. Ich wollte gerade schon fragen. There lived a girl named Moment, Georgia, jemand, der gegen Monster kämpft? Robin, frei wie ein Vogel am Himmel? Oder Grace, hört sich nobel an oder vielleicht spirituell? Ja, gut, die Monster wären natürlich nicht schlecht, aber frei wie ein Vogel ist immer gut. Robin, everyone knew her by the bright color. Ja, Lila, Lila. Of her purple dress. She was ready to begin her adventure. Oh, okay. In fact, she'd been preparing for it her whole life. For she was the only apprentice of the village guardian, Elder Ava. Ja, irgendwie kommt mir die Story gerade so ein bisschen bekannt vor, weil ich auch mal sowas Ähnliches hatte. Everyone was very fond of Robin. Her heart was full of curiosity and compassion. The villagers agreed that no one was Nee, dann auf jeden Fall intelligent. Also freundlich ist auch immer gut, aber as smart as her. Wo ist jetzt der Ausgang? Das Grüne? Ja, okay. Not too far away in the land of Astoria. There lived a young girl named Robin. She was smart and loved to study and learn new things. Suddenly, a faint speck of light floated down and began to buzz around Robin. Hello, little firefly. Did you come for my birthday? Oh, Elder Ava's gonna be so happy. Let's head back to the village. The firefly shared Robin's excitement. I was studying before you showed up, firefly. We should pick up my books on the way back. I sometimes forget where I put stuff. Especially when I'm lost in a book. Also sie hat gerade gelernt, aber weiß nicht, wo die Bücher sind, mit denen sie gelernt hat. Das ist natürlich ein intelligenter Anfang. Ach so, ja, den kann ich ja so. This book is about a pirate queen. Such an exciting life. Okay, kann man da auch runter? Moment, B und A, okay. Das brauche ich wahrscheinlich für die rechte Seite. Ja, okay. Hallo. This one's about ancient lands. Maybe we'll go there, Firefly. Come on, Firefly. The village is just a bit further down. Wow. I love doing that.
The bridge was an old, creaky affair. Also ich kann jetzt hier nicht... Careful, Robin. Careful. Robin imagined shark fins circling below. Oha. We made it, Firefly. And... Achso, falsche. Down! Links und A. Links und A. Robin knew Achso. many secret paths back to the village. Like this one. Ja? She loved feeling the roots around her, as if the tree was giving her a gentle hug. Nearly there, Firefly. Oh. Ich will das immer mit der Schultertaste machen, wie die in den anderen Spielen immer. Just one more little slide. Here we go! Woohoo! The old cargo lift, barely Achso. used. Her own secret entrance to the village above. Robin couldn't wait to learn more about fireflies. She'd get herself a book. About her village's history. Look, Firefly. Home. The warm lights and enticing smells of Elder Ava's hut welcomed her. Elder Ava! Happy birthday, Robin. I've made a new friend. One of our sacred fireflies. This is a very special thing indeed. Does this mean... Yes, it is time. Would you fetch me that box, please? Ava was sure that Robin would rise to the occasion. Yeah, Hallo, ich würde mich gern bewegen können. Hallo. Ach so, da kann ich mich erst bewegen, wenn ich... Ah, okay. Go ahead. Open it. This will store all the magic words you find. Some will stay with you, others are fleeting. They will help you overcome any obstacle. Now, your training is complete. Congratulations, new guardian of the fireflies. Guardian? But that's you. Guardian in retirement now. You should head to the shrine tree for the other firefly's blessing. I'll join you shortly, dear. Okay. Wenn ich denn weiß, wie ich hier wieder rauskomme. Hallo? Oder muss ich da oben raus? Was jetzt unlogisch wäre, aber ich kann mich ja hier gar nicht vernünftig bewegen. Oh, before I forget, a little something of mine to mark the occasion. Elder Ava reached inside her pocket and handed Robin a gift. Ava's favorite pendant. Set with a giant... Da in meiner Geschichte die Hauptperson Saphira hieß, nach dem besagten Diamanten nehme ich natürlich den Saphir. Sapphire. Now off you go.
I'm so proud of you, Robin. Übrigens, so wie es aussieht, ich weiß es nicht, aber ich denke, man kann wohl... Okay, wenn ich was sage, sollte ich stehen bleiben. Ich denke, man kann wohl diese Geschichte auf 3 verschiedene Arten spielen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil wir haben ja jetzt die belesene Art gewählt, dass sie viele Bücher liest und intelligent ist. Und da gab es ja noch was mit gegen Monster kämpfen und ja, noch andere Sachen. Also ich denke mal, dass man es auf verschiedene Arten spielen kann, aber ich weiß es natürlich nicht. And all at once, Robin was surrounded by the hustle and bustle of village life. Hallo? Das kann man auch nicht nehmen hier, oder? Nee. Wie kann ich denn das Buch öffnen? Ach so, so war das. Ah, ja, genau. Nein? Du sollst interagieren. How'd you do that? Ein bisschen. Genau. Oh, Entschuldigung. That was amazing. The best thing I've seen all morning. Okay. Why do we have to be on cargo duty all the time? Robin loved throwing stones over the rooftops. But Steine. Not today. Ich wollte gerade sagen. Look, Robin has the book. Ah, missed. Ooh. Today the Firefly Shrine was waiting. She looked over her bustling treetop village. I heard you had a bit of leaf mold. This was all she knew. Yeah, Elder Bassus gave me a poultice. Did it work? Cleared it right and up. It was home. Looks better than ever. Smell that. That's the scent of paradise. I can always use more paradise. I'll take 10. Inside, she was still curious. Hey, Robin! Happy birthday! No, you can't have a magic book. Good to see you, Robin. But Robin has one. But that's different. She's special. But you say I'm special. Careful, careful. No need to rush. Okay. The world that lay beyond. Aber bisher, muss ich sagen, finde ich es ziemlich süß gemacht. Und es hat auch voll meinen Geschmack getroffen bisher, ehrlich gesagt. Und es ist mal was anderes. Ich weiß ja nicht, ob wir noch kämpfen müssen, aber im Moment sieht es noch nicht so aus. Its slats creaked with a gentle familiarity as Robin crossed it. Wieso geht die manchmal in die Hocke? Ich verstehe es einfach nicht, aber egal. Komme ich da eigentlich? Doch, ich komme da hoch. Ah, ach, das leuchtet dann blau wahrscheinlich, wenn man... Ja, das ist ja cool. Ist ein bisschen umständlich immer mit dem... Mit den zwei Sachen. For a while, Robin. You have to see the fireflies. Let me get the gate. Dankeschön, Herr. Keine Ahnung, wie Sie heißen. Oh. Da. Blast. Ja, ich glaube, das ist wieder ein Fall für unser magisches Buch. Robin couldn't wait to see the fireflies. Soon they'd bless her. As new village guardian. Ach so, das hatte sie eben schon gesagt. Ich warte noch drauf, dass die reden. Jetzt ist sie wieder. What's the guardian going to be like, Firefly? I hope it's adventurous. Swing into adventure. Ja. Okay, hier klappt es. Ja, du sollst nur nach rechts und links, nicht hoch. Das sollte reichen. Perfect. Ja. Robin crawled through the dank, dark tunnel. It didn't feel like being hugged at all.
Das glaube ich, so komisch, wie das da aussieht. Okay. Nein. Oh. The rocky cliff face posed no challenge to her now. Sache ist ein bisschen kompliziert mit den ganzen Tasten. Die muss man dann alle gleichzeitig gedrückt halten. To announce her arrival. Na? Kriegen wir das hin? Ah. Eine Errungenschaft. Juhu! At last the tree was in sight. Home to the fireflies, whose ancient energy kept the village safe from harm. Oh. Go on. Show them what you can do. Ich kann doch noch gar nichts. Also das Einzige, was ich kann, ist schweben. Use your word magic to get to the fireflies. That's it. They're accepting their new guardian. At last, I can get a lion. Glowing light surrounded her. A timeless energy that birthed stars and forged suns. Now she was part of it. Forever. And so Robin became the new Firefly Guardian. But her biggest adventure was yet to come.